Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind hier am Berliner Friedrichstadtpalast und heute ist das Casting für die Drag Queens hier. Und wir schauen mal, was uns alles so erwartet. Bevor es losging, wurde vor der Tür des Friedrichstadtpalastes, der zum Drag Queen Casting für die zweite CSD-Gala geladen hatte, eifrig für die Fotografen und Kameraleute gepostet. Bevor es auf die Bühne geht, noch einmal ein Blick in den Spiegel und letzte Korrekturen am Make-up. Jeder will der Schönste sein, aber einer kann den Contest nur gewinnen. Und die zwei Gruppen an der Links. Pose. Yes. Choreograf Ernst Luck ist mit den Herren in Frauenkleidern, Schminke und Perücke noch nicht ganz so zufrieden und zeigt der Truppe, wie er sich einen zünftigen Bühnenauftritt vorstellt. Und immer wieder Schrittübungen. Oh, my heels. Okay. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and turn. Die Atmosphäre des Wettbewerbes fühlte sich so an wie im Film Fame, der Weg zum Ruhm. Oder beim Heidi Klump Model Contest. Nur, dass es nicht so ernst war, sondern alle ihren Spaß hatten. Hallo, ich bin Polly Sportage, komme aus Polen, aber ich lebe schon ein bisschen ein paar Jahre in Berlin. Gut, und wie ist das so, wenn man als Mann in einen Schuhladen geht und sich Pumps holen möchte? Ja, es ist schon natürlich manchmal sehr komisch, also aber die Frauen, wenn man sich die Schuhe anzieht und anprobiert und durch den Laden läuft, gucken ja sehr angenehm und macht ja auch Spaß. Das ist ja die größte Bühne Europas. Wie fühlst du dich heute so an diesem Tag? Also super, super toll. Also ich freue mich hier zu sein und mit teilnehmen. Also ich bin sehr zufrieden. Welches Bundesland vertrittst du denn? Ich bin gebürtig geborene Berlinerin. Ach, das ist gut. Kleine Männer haben kaum Chancen bei euch. Oder wie groß müssten die Männer bei euch sein? Oh, die Größe spielt keine Rolle. Hauptsache er kann alles, was ich brauche und will. Was müsst ihr dann können? Make-up besorgen oder? Nee, mich verwöhnen. Mich auf Händen tragen. Mein Mann ist auch ein Kopf kleiner, also von daher. Hauptsache Größe macht's nicht. Hauptsache er weiß damit umzugehen. Also Hauptsache Mitte passt, nach dem Motto. Ja. Naja. Was ist, wenn du heute Abend gewinnen solltest? Ja, Wahnsinn, weiß nicht, also vor Freude platzen, also ist schon ein Hochgenuss, da auf der Bühne zu stehen, das ist ein Kindheitstraum. Also große Party, wie gesagt, dann anschließend ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Heute so sowieso. Oder so, so oder so. Also ich fühle mich heute sehr wohl, weil ich diese einmalige Chance hier habe, auf dieser großen Showbühne zu stehen. Und wie lange brauchst du im Bad morgens? Also ungefähr 1,5 Stunden. Die größte Bühne Europas, ist das nochmal ein besonderes Gefühl? Auf jeden Fall. Also die Bühne ist schon gigantisch und es ist einfach ein atemberaubendes Gefühl, die Bühne zu nutzen hier mal für so ein Casting und selbst Teil auf dieser Bühne zu sein. Noch eine Frage, aus welchem Bundesland kommst du? Ursprünglich aus Sachsen. Nach der Pause noch einmal laufen, mit der Hoffnung verbunden, es in das Finale zu schaffen. Und bei der zweiten CSD-Gala gemeinsam mit den anderen Teilnehmern und dem Friedrichstadtpalast-Ballett das Schlussbild darstellen zu dürfen. Die Jury tagt, die Entscheidung ist gefallen. Und die Gewinner des Wettbewerbes werden bekannt gegeben. Diejenigen, die bei der zweiten CSD-Gala im Finale und im Schlussbild dabei sein werden, bekommen nun ihre Urkunden überreicht. Ja, und die, die es nicht geschafft haben, erhalten wenigstens eine Freikarte.
Am Ende noch ein Erinnerungsfoto und alle sind glücklich und froh. The winner is Drag Queen. Sally Morell. Und jetzt, wie fühlt man sich? Gänsehaut. Es ist Gänsehaut und man ist ja ein Feuerwerk der Gefühle. Man findet nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben, was man gerade fühlt. Wie gesagt, die Tränchen sind schon gelaufen, man sieht es ja auch. Mhm. Und das sind wirkliche Freudentränen. Also das ist ein Kindheitstraum, dass ich nun hier auch die Schlussnummer laufen darf. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wollte einfach mal nur auf dieser Bühne stehen. Ob ich gewinne oder nicht, war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt egal. Aber jetzt habe ich es. Da werden Familie, Freunde und Bekannte happy sein und heute Abend mit euch feiern. Also mit dir feiern. Heute wird auf jeden Fall nicht nur eine Flasche geköpft. Also richtig saures Glas mit anderen Worten. Ja, ist gut. Sowas wird. Wir werden zwar nicht aus dem Stöckel trinken, aber mindestens auf dem Tresen tanzen. Mr. Ernest Look, die Show ist vorbei. Wie sind Sie soweit zufrieden? Sind Sie auch völlig kaputt jetzt? Jetzt mein Fuß, aber ich bin so fried und dann ich bin total in Spannung. Also wir haben einen guten Lauf gesehen und haben die schöne Frauen bekommen für die Gala. So ich bin total zufrieden, ja. Yeah. Haben Sie mehr Drag Queens erwartet? Ja, ich habe gehört, da gibt es mehr, aber wir haben eine Zeit gegeben und diese Queen, das hat hier oder wir haben gesehen, sind in der richtigen Zeit. Aber ich hoffe, das nächste Mal, wir bekommen Leute, vier Queens in das Haus, ja.